So, dann starte ich noch das Soundboard und dann geht's auch schon los. Das wäre viel beeindruckender, wenn das Soundboard mit einem coolen Sound hochfahren würde. So zum Beispiel. Das Soundboard ist gestartet. Und dann eine Explosion. Da gibt's ja wieder einige von. Hallo beim Zahlensender, heute mit dem Tim. Und dem Tim. Und dem Tim. Natürlich mit dem Tim. Ja, hallo, hier ist der Tim. Phil, so wolltest du es doch haben. Heute macht der Tim alles alleine. Heute reden wir über Folge 13. Wieso 13? Das sechste Staffel, oder? Ja, das stimmt. Ja. 13? Ja. Stimmt. Ja. Ich habe Folge gut. Ich habe auch Folge gut. Ich habe auch nicht so gut. Folge war so mittel. Bei uns ist es Folge 120 vom Zahlensender. Das ist sowas wie Fahrenheit. Das kenne ich nicht. 120? Wieso das denn? Also wir haben in der Schule nur das kleine 1x1 gemacht. Wieso denn Fahrenheit? Meinst du jetzt das Spiel oder die Temperaturskala? Ja, das andere. Das Spiel ist interessanter, oder? Das kenne ich nicht. Also bis auf den Teil ganz am Ende fand ich das sogar ziemlich gut. Ich erinnere mich nicht mehr an den Teil ganz am Ende. Ich weiß nur noch, das war hier in Coney Island, oder? Aber es wurde halt irgendwann, oder verwechsel ich das jetzt? Fahrenheit. Es wurde sehr, wurde so, ja genau, total abgefahren. Wie Lost. Nee, mehr. Wie Fringe. Ja. Nur noch mit Dämonen, glaube ich. Na gut. Lost. Der letzte Rekrut heißt die Folge. The Last Recruit. Und ist von Paul Spuzewski und Graham Rowland. Flashes gibt es diesmal von mehreren Personen, nämlich von Locke, Sawyer, Claire, Said, Jack, sowie Chin und Sun. Gab's noch nicht so ein Lied von hier, wie hießen die? Last Recruit? Weiß nicht. Ah, ich glaube, Last Resort, weißt du, dieses von One Hit Wonder irgendwie Mitte 2000er. This is my last recruit. Papa Roach. Ja, genau. Genau, singen. This is my last recruit, wenn der John Locke durch den Dschungel hüpft. weiter im Text, Entschuldigung. Ja, ich dachte, ich hätte auch irgendwas von irgendeinem Lied gehört, aber ich finde es jetzt nicht mehr. Echt? Vielleicht war es auch die nächste Folge, die dann nächste Woche kommt. Die Flashbacks sind die Personen in den Flashbacks kommen in der Reihenfolge der Zahlen vor. Also Locke hat ja die Nummer 4, dann kommt Sawyer mit der Nummer 15, weil Hurley mit der Nummer 8 kommt nämlich nicht vor. Der hatte ja die letzte Folge erst. Claire hat gar keine Nummer, die kommt auch vor. Dann kommt Said mit der 16, Jack mit der 23, Jin und Sun mit der 42. Sie hatte eine Nummer. Das ist bestimmt die Doppel-Null. Claire hatte eine Nummer, ja, kann schon sein. Nee, Kate hatte auch eine Nummer. Kate hat, glaube ich, die 51. Bitte, Mario? Kate kommt doch auch vor, oder? Sideways. Ja, klar, Sawyer nimmt sie ja fest und verhört sie. Was haben wir sonst noch an Fun Facts? Jack und Claire treffen sich jetzt zum ersten Mal, seit sie wissen, dass sie Geschwister sind. Und Sawyer hat als Vierter jetzt seine 100. Folge, nach Hurley beim letzten Mal. Jin und Sun treffen sich auch jetzt erst nach 29 Folgen wieder. Ihr erinnert euch, Sun war im Heli und Jin auf dem Frachter.
Ja, das ist schon ganz schön lange her. Ja, ich hätte jetzt sogar gedacht, das ist mehr als 29 Folgen. Aber es kommt ja ungefähr hin, weil es sind dann so anderthalb Staffeln. Und es war ja am Ende der Staffel 4 mit dem Frachter. Boah, dann können wir eigentlich auch schon zur Folge übergeben. Also zur Handlung übergehen. Ja, wie immer Insel am Schluss? Weiß ich nicht. Mir egal. Ich kann auch Insel am Anfang machen. Soll man echt mal so verrückt sein? Ja, machen wir mal, komm. Das bringt jetzt Phil, der auf die Lostpedia guckt, total durcheinander. Ja. Ich kann so nicht arbeiten. Ja. Ja, dann führt mich doch mal in die Folge rein. Fange ich mal an. Ich weiß nämlich noch, wie es anfängt. Es ist ja noch Nacht im Dschungel. Und in der letzten Folge waren wir ja da stehen geblieben, dass Hurley die Gruppe zu Locke geführt hat. Und Locke will jetzt ein Vier-Augen-Gespräch mit Jack haben. Und ich glaube, Jack fragt sogar Hurley, ob das okay ist, oder sowas dann noch. Ja, ja, ja. Du hast uns hergeführt, ist das okay so? Ja, mach mal, ich habe keine Ahnung mehr. Und in dem Gespräch geht's, glaube ich, darum, dass also erstmal fragt Jack den Locke, warum denn John Locke ausgerechnet. Also warum er den gewählt hat. Ja. Und dann weil er tot war. Oh, oh. Nee, nicht weil er tot war. Das war ja Teil des Plans, dass er tot sein wird. Der sagt dann halt sowas, weil er zu dumm genug war oder weil er dumm war und geglaubt hat, dass das hier alles einen Sinn hätte. Also der Man in Black ist ja eher der also eher nihilistisch unterwegs ist und sagt, das ist alles ohne Sinn. Und Locke war halt so dumm und hat geglaubt, er wäre was Besonderes und er hätte einen Sinn. Und deswegen hätte es eben mit ihm funktioniert, sein Plan sozusagen. Das sagt er jetzt nicht so deutlich, aber das kommt ja da raus. Und das finde ich deswegen interessant, weil Jacks aktueller Status ja ist, genau in diese Richtung zu gehen. Weil er ist ja jetzt der sagt, irgendwas... Das hat alles seinen Grund. Genau, ja. Die Insel hat was mit mir vor. Und man erfährt jetzt hier wirklich nochmal schwarz auf weiß, dass das Monster auch Jacks Vater angenommen hat als Gestalt. Wussten wir natürlich schon, aber es war noch nie wirklich so gesagt. Natürlich sagt der Man in Black hier wieder, als Jack fragt, warum... Ja, ich wollte euch ja immer nur helfen und so habe ich heute euch halt zum Wasser geführt. Das nehme ich ihm aber nicht so ab. So ein netter Kerl. Ja. Also im Prinzip hat er es ja so auch mit Richard gemacht. Er hat halt vorgegeben, er will ihm helfen. Vielleicht ist es ja auch die Wahrheit, aber es hat halt immer so den Eindruck, wenn man die andere Seite hört, als würde er doch nur seinen eigenen Plan verfolgen. Ja, ist ja jetzt so bei dem Antagonisten in der Serie auch einfach meistens der Fall. Aber es ist ja immer noch nicht so ganz klar. Es kann ja auch sein, dass er recht hat und Jacob halt lügt. Und dann kommt Claire dazu. Und da geht es in dem Gespräch halt noch darum. Ja, das ist jetzt die Szene, in der sie sich wirklich zum ersten Mal treffen. Als Bruder und Schwester. Wie Mutter und Tochter. Und War das jetzt eine Badesalzreferenz? Ja, genau. Oder was? Ich glaube, so heißt eine Platte von denen. Okay. Und da geht es eben darum, dass Jack sich noch gar nicht entschieden hat, ob er jetzt mit will, die Insel verlassen. Also ob er jetzt beim Plan vom Man in Black mitmachen will. Und da sagt Claire halt, ja, du hast dich vielleicht noch nicht entschieden. Du musst dich auch gar nicht entscheiden. Aber die Entscheidung hat Locke schon für dich getroffen. Naja, und sagt sie nicht auch, im Prinzip hast du die Entscheidung doch getroffen, weil du hast ja mit ihm, geredet. Ach so, okay, also so ähnlich wie Dogen, lass ihn nicht reden. Ja. Ja, das sagt sie. Ich glaube, das waren im Prinzip die Szenen da in der gleichen Nacht noch. Ich glaube, es geht ja dann weiter, wie Sawyer seine Bande zusammenstellt. Oder? Mhm. Sie wollen jetzt abhauen, ohne Block. Ja, genau. Also der integriert jetzt praktisch die Neuankömmlinge mit in die Gruppe.
und macht dabei aber auch klar, dass Claire nicht mit darf, weil sie irre ist und Said, weil er auf die dunkle Seite gewechselt ist. Da gibt es ein Gespräch zwischen Hurley und wem noch? Hurley und Sawyer. Ah, Hurley und Sawyer, genau. Ja, wo dann, wo Hurley ja auch sagt, so, ah, aber man kann Leute doch immer wieder zurückholen von der dunklen Seite, wie Anakin. Ja. Ja. Wer ist Anakin? Dabei ist gerade eigentlich Sawyer immer der, der alle möglichen Filmreferenzen und ja. Sachen kennt. Aber Star Wars nie Star Wars gehört. Nicht, ich weiß nicht, was das sein soll. Na gut, da war er ja auch auf der Insel, als das lief. Ja. Sowohl in den 70ern als auch das zweite Mal. Das zweite Mal. Ja, und dann kommt hier die Archäologin an. Richtig? Zoe, ja. Was war wow. Das? Naja, ich wohne in einer Großstadt, nicht so wie ihr halt, ne? Und das sind halt. Und in einer Großstadt. Da ist ja doch gar nicht Anhänger unterwegs im Moment. Ich hab doch gesagt, dein Mikro hört bis zur anderen Seite der Straße. Ich weiß. Ja. Oder hast du zufällig das Video auf laut gehabt, Mario? Ich wünsch, das wäre so. Zoe kommt hinzu. Und sagt zu Locke, ohne es die ganze Zeit richtig auszusprechen, ich weiß nicht, warum die da so Wert drauf legen, dass sonst keiner kapiert, worum es geht, sagt hier, du hast uns was geklaut, nämlich Desmond, und wir wollen es wieder zurückhaben. Und du hast Zeit bis heute Abend, wenn wir es nicht bekommen, machen wir euch alle platt. Und feuert als Machtdemonstration, keine Ahnung, mit einem Mörser oder so, in die Nähe von dem Lager. Locke zeigt sich überhaupt nicht beeindruckt. Macht, glaube ich, sogar als erstes das Funkgerät kaputt, mit dem er dann Bescheid sagen soll. Genau. Wenn er Desmond wieder rausrückt. Das guckt er sich so kurz an, lässt es dann einfach fallen und haut mit seinem Stock drauf. Ja. Und ja, sagt dann, na, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um uns das Flugzeug zu holen. Genau, also jetzt geht hier so die Heerschau ab. Ich glaube, da kommt auch so, ich habe es jetzt nicht vorbereitet, aber da kommt noch so Trommel-Sound-Song im Hintergrund. Also jetzt kommt so der Rohan-Soundtrack. Ja, sowas, genau. Ich glaube, Jack unterhält sich nochmal mit Kate, aber ich weiß nicht mehr, wo drüber. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass er nicht mitkommen wird. Ich glaube, das weiß der da die oder? Entscheidung schon geschlossen? Nee, hat er eben nicht. Aber er redet halt darüber, glaube ich, dass er glaubt, dass er nicht mitkommen wird oder dass er sich noch überlegt. Also Sawyer redet auf jeden Fall mit Jack. Ja, ja, Sawyer sagt ja zu Jack, wir gehen da und dahin, du bringst die und die und die mit und das machst du auch, wie soll ich das machen, fragt dann Jack und dann sagt Sawyer eben, ja, denk dir was aus. Ja, und Sawyer kommt ja sowieso nur drauf, weil Locke ihn vorher sagt, er zeigt ihm hier so eine handgezeichnete Karte, wo das Segelboot von Desmond liegt. Das ist ja schon auch seit einiger Zeit nicht mehr aufgetaucht. Und sagt ihm, er soll das Boot dann dorthin bringen, wo ein X auf der Karte ist. Und ich glaube, Kate sagt, sie kommt mit, oder? Nee, er nimmt sie mit. Er nimmt sie mit, ja. Weil er sagt ja, ich brauche noch jemanden. Ja, choose somebody. Freckles. Ja, und in dem Gespräch mit Phil, du hast eigentlich schon erzählt, dass er eben nur ein paar bestimmte Leute mitbringen soll. Dann, das sagt eben Sawyer dann zu Jack. Eigentlich zwar, all die mit einer Nummer. Ja, nee. All die, nee, die Sawyer sympathisch sind. Ja. Hurley, Sun und den Piloten. Und insbesondere eben Claire nicht. Und Said auch nicht. Ja, Said hätte ja eh keine Zeit. Eben, weil Locke ihn jetzt losschickt, oder? Willst du da drauf hinaus? Ja, ja, genau. Locke schickt ihn los, um Desmond zu töten. Und in dem Brunnen, der Brunnen sieht jetzt viel weniger tief aus als nachts, fand ich. Ja. Naja, unten sitzt Desmond, also er ist nicht unten aufgeplatscht und dann wieder in eine andere Realität verschwunden. Er sitzt da tatsächlich unten im Wasser. Vielleicht ist er ja schon wieder zurückgekommen. Das kann auch sein, stimmt. Jedenfalls ist er da.
Der Brunnen ist doch gar nicht so tief, wie man es angenommen hat das letzte Mal, oder? Genau, ja. Der Nacht sind alle Brunnen gleich tief. Ja, und sie unterhalten sich. Und irgendwie hat Desmond immer noch, ist total ruhig, gleichgültig und sagt, ja, obwohl, wer weiß, ob gleichgültig oder er hat immer noch einen Plan und sagt, ja. Ja, zumindest wie er mit Said spricht, ist er nicht ganz dumm. Nee. Also, weil er packt ihn ja an dem einen Punkt, der für Said anscheinend noch irgendeine Bedeutung hat. Nadja, genau. Und ich meine, wir sehen zwar nicht, wie Said sich entscheidet, aber wir können ja davon ausgehen, dass er Desmond nicht erschießt. Ja, ich glaube, es geht darum, dass Said Desmond erzählt, dass Locke ihm das versprochen hat, dass er Nadja wiedersehen kann oder so. Ja, und Desmond sagt ja dann, ja, und was willst du ihr sagen? Was für ein furchtbares Monster du geworden bist? Und dann blendet es einfach nur ab. Ja. Ja, aber auch so wie Said dann mit Locke spricht, ist es ja, denke ich, schon klar, dass er sich davon hat beeindrucken lassen und dass er Desmond nicht erschossen hat. Genau, aber Locke prüft zumindest nicht nach, ob er tot ist. Ja. Also er nimmt es ihm wohl ab. Verzieht ja auch keine einzige Miene, wenn er da sagt, ja, klar habe ich ihn getötet. Geh doch nachgucken. Was ich aber gar nicht verstehe, ist, warum Locke jetzt überhaupt dieses Theater mit Desmond da veranstaltet hat. Also warum er ihn erst nur im Brunnen aufhebt und ihn jetzt doch ganz schnell erledigt haben möchte. Ich glaube, weil ihm ja noch nicht so ganz klar war, warum, also er war ja da verwirrt, was er jetzt überhaupt machen soll. Das war ja irgendwie so. Also, aber kann Ja. Sorry. Ich weiß nichts. Okay. kann er Desmond denn umbringen? Oder greife ich da auch zu weit vor? Vielleicht. Ich glaube, ja, du greifst zu weit vor, Jan. Eindeutig. Ja, gute Frage. Also er ist ja, Desmond ist ja kein Kandidat. Ah, okay. Ja, das wusste ich nicht mehr. Aber Desmond ist halt irgendwie was Besonderes, weil Whitmore hat ihn ja extra hergebracht und das versteht halt Locke nicht. Das hatten wir ja schon beim letzten Mal besprochen, dass er jetzt irgendwie gar nicht so richtig weiß, warum und was hier jetzt und dass er wütend ist, dass Desmond jetzt auch den Jungen sieht und so auf dem Weg zum Brunnen. Und er wollte ihn jetzt wahrscheinlich da erst mal bunkern und jetzt hat er sich aber entschieden, nachdem er jetzt realisiert hat, dass der unfassbar wichtig zu sein scheint für Whitmore, dass er jetzt sagt, jetzt schalten wir ihn aus, damit er ihn auf keinen Fall kriegt. Vielleicht deswegen. Ja, könnte sein. Ich habe gerade noch kurz überlegt, dass wenn er ihn jetzt wirklich nicht erschossen hat, dann ist er ja vielleicht wirklich wie Anakin von der dunklen Seite zurückgekehrt. Naja, oder er hat halt zumindest eine sehr klare Trennlinie zwischen Dingen, die eine Rolle spielen und Dingen, die keine Rolle spielen. Oh, ich habe jetzt gerade überlegt, wie er dann John Locke hochhebt, während der so schreit und in den Brunnen runterspeist. Und so kleine Rauchmonster kommen aus seinen Händen und ja. greifen ihn am Kopf. Genau, und dann laufen eben die beiden weg und weil die Insel natürlich explodiert. Die Insel explodiert und Said kommt nicht mehr runter. Ich meine, er ist ja auch ganz in Schwarz gekleidet, ne? Der Kleine, hätte er noch Asthma, wäre es viel. Das wäre dann, oh Gott, jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Die Schwester von Boone. Oh Gott. Ganz groß rausgekommen ist. Die hat doch Asthma, zu lange her, verdammt. Boone und Shannon. Jackie Shannon. Und da wären wir auch dann wieder bei Said als Verbindung. Stimmt, die unglaubwürdigste Liebesgeschichte der ganzen Serie. Aber sie hatte Asthma. Passt. Check's out, ja. Man kriegt immer eine Star Wars Referenz. Und schon macht wieder etwas in Lost total Sinn. Danke sehr. Gut, die nächste Szene ist dann... Also die Gruppe jetzt langsam trennt eigentlich. Genau, also ich hätte jetzt schon gesagt, sie kommen jetzt beim Boot an.
Aber die trennen sich halt jetzt noch vorher, weil Locke geht nämlich wieder zurück, um Sayid zu suchen, weil ihm das schon viel zu lange dauert. Ah, das fand ich ein bisschen komisch, dass er jetzt so plötzlich, was war denn da der Auslöser, dass er jetzt so plötzlich gesagt hat, ich muss jetzt nochmal schnell weg, geht ihr schon mal weiter? Weil Sayid noch nicht da war. Ach so, okay. Sagt er sogar zu einer Statistin. Ah, ja, okay. Soll sie zum Strand führen, weil Sayid ist viel zu lange weg und er kommt gleich nach mit ihm. Und die Statistin hat sogar zwei Sätze sagen dürfen, also das war schon wow. So statistisch war sie ja nicht. War Stewardess. wie hieß sie noch? Weiß ich gar nicht mehr. Shannon. Nein. Das heißt nicht alle Shannon. Genau, das ist eine Szene, bevor er Sayid im Wald dann trifft. Genau, aber jetzt trennt sich ja die Gruppe. Jack holt jetzt halt alle. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Also so über unauffällig. Ich muss mal kurz da hinten. Und dann rennen sie einfach alle in die andere Richtung. Also die haben sich ja nicht sonderlich bemüht, das irgendwie heimlich zu machen. Aber die waren schon hinten, die anderen waren ja schon vor. Ja. Ja, aber die haben ja, ne, hier, Jack hat die ja alle zusammen, der hat ja gesehen, oh, Lockout ab. Und die anderen bewegen sich ja wirklich wie so ein Zombie-Ameisen-Straßenschwarm da durch den Dschungel. Und dann sagt er, hey, Hurley, Dingens, Bummens, hier, komm, wir hauen ab. Und dann die Einzige, die anscheinend noch ein bisschen Augen im Kopf hat, ist Claire. Und ich dachte mir, in der Szene, ne, vorher hatte ja Jack mit Claire sein Vier-Augen-Gespräch, nachdem John Locke sein Vier-Augen-Gespräch mit Jack hatte. Und hat sie, ne, warum John Locke? Er ist der Einzige, der mich nicht verlassen hat, während alle anderen mich verlassen haben. Und was macht Jack in der nächsten Szene? Er verlässt seine Schwester, wo du denkst, du Ficker, das kann doch jetzt nicht gut gehen. Und Kate auch, weil sie ihr ja hoch und heilig versprochen hat. Ich bin nur wegen dir auf die Insel zurückgekommen. Nein, wobei ich glaube, das erzählt sie ja erst jetzt. Jetzt, als Claire sie dann am Boot abfängt. Achso, dann erzählt sie. Hat sie schon vorher erzählt bei der ersten Begegnung zwischen den beiden, dass sie nicht nur wegen ihr zurückgekommen ist. Ja, nur ich dachte so, boah, das wird wieder so ein Problem geben und das nur, weil er jetzt einfach sie nicht mitgenommen hat. So, du hast mich auch verlassen und du bist mein Bruder. Weißt du, sie sagt ja noch so ausführlich so, ich hatte nie so wirklich Familie, jetzt ist gut, wieder Familie zu haben, ich habe dich vermisst, bla blub blub. Das war für mich so richtig offensichtlich. Oh, da ist jetzt der psychische Defekt für das neue Problem. Genau, also sie gehen jetzt zum Boot und vorher sind ja schon Sawyer und Kate dort angekommen. Da fand ich nur noch witzig, wie Sawyer den Piloten nennt, nämlich als wäre er direkt aus dem Set eines Burt Reynolds-Films entstanden. Ich hab's im Englischen gar nicht so mitbekommen. Ich hab's auch nicht mitbekommen, aber ich weiß auch nicht, ob ich jemals was mit Burt Reynolds überhaupt gesehen habe. Aber ich verbinde ihn trotzdem mit zu Hemden. Naja, das Cannonball-Rennen habt ihr doch bestimmt alle gesehen. Ich nicht. Ach, das weißt du nur nicht mehr. Okay, dann war es bestimmt beeindruckend gut. Gibt es irgendwie noch vorher eine Szene, das ist bevor sie sich trennen, weil dann Locke noch da ist, da will er mit Sunen reden und fragt sich, warum sie nichts sagt und dann schreibt sie eben auf, dass er schuld sei. Ach, das ist genau in der Szene, bevor er dann plötzlich so abrupt abhaut. Dann sagt sie, er sei schuld, dass sie nicht reden kann. Und dann sagt er, hä, wie, was, ich bin doch nicht schuld. Und dann sagt er so ganz plötzlich, oh ja, ich muss weg. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber das habe ich nicht mitbekommen, dass er gesagt hat, Sayid ist schon so lange weg. Jetzt kommt die Szene mit Locke und Sayid, wo er ihn im Dschungel abfängt. Genau, das hatten wir ja schon. Aber dann kommt auch die Szene mit Claire, weil sie folgt denen dann und bedroht sie mit ihrem Gewehr, als sie gerade dabei sind, auf das Boot zu gehen. Ja, das kommt dann nach dem Gespräch halt. Ja, das Gespräch mit Locke hatten wir eben schon. Genau, und da sagt Kate ja dann eben, nee, ich bin nur wegen dir hier. Und jetzt, wo du schon mal da bist, komm doch mit. Was für Zufall. Genau. Irgendwie haben wir alle vergessen, dir Bescheid zu sagen, aber kein Problem. No hard feelings. Hast du das Memo nicht gelesen? Ich dachte, ich hätte ihn den Verteiler aufgenommen. Tut mir so leid. Aber sie schafft es ja tatsächlich, sie dann zu überreden, dass sie mitkommen soll. Naja, indem Aaron sie halt Aaron, sind. Genau. Aaron. Ich hätte niemals großziehen dürfen, sondern nur du. Schon hat sie ihr ja alles schon mal erzählt, dann doch.
dass sie genau, dass sie wegen ihr zurückgekommen ist und so. Und dann will ich noch mit der Waffe aufs Boot steigen. Ja, und dann sagt halt Claire noch, nachdem sie die Waffe an Kate gegeben hat, wenn er uns findet, wird er echt sauer sein. Was gar nicht so der Fall ist. Später. Das sind wir jetzt eh nicht schon auf dem Boot, die sind ja schon unterwegs. Die wollen ja, haben wir nicht schon gesagt, wo sie hinwollen? Oder kommt das jetzt? Ich weiß es gar nicht. Das hat Sawyer vorher schon gesagt, dass sie eben nicht zu dem Ursprungsort wollen, sondern irgendwie zwei Buchten weiter vorne oder so. Aber was ist da? Die wollen ja zur Hydra-Station eigentlich, weil er erklärt, er möchte, glaube ich, das U-Boot klauen. Ah, genau, richtig, das ist der Plan. Ja. Weil dort ist aber auch der Whitmore. Das heißt, er will sich halt mit ihm anfreunden und in den Arsch kriechen und dann wieder halt irgendwie das U-Boot klauen. Ja, das hat er ja schon gemacht. Sawyer hat ja einen Deal mit beiden. Ja. Aber ich glaube, das wissen ja nicht alle auf dem Boot gerade. Nee, das weiß nur Sawyer. Ja. Also ich dachte, Kate wüsste es auch vielleicht deswegen. Ja, und ich finde, es hat dieses Gespräch statt zwischen Jacko und Sawyer. Ich glaube, da geht es halt nur darum, dass halt Jack nicht wirklich mit möchte und er dann doch glaubt, dass die Insel was mit ihm vorhat und er möchte nicht weg. Und ja, ich kann mich nur daran erinnern, dass Sawyer meint, dass er halt vom Boot springen soll. Oder get so. Out of my damn boat. Get out of my boat. Und er tut es dann wirklich. Und ich so, hä? Hätte es warten können, bis du bei der Hydra-Station bist und dann gehst du zu Fuß weiter. Dann muss er ja wieder zurückschwimmen. Ja. Und er entschuldigt sich nochmal wegen Juliet. Und dann springt er. Ja, immer den Namen zu erwähnen bei Sawyer ist auch ein bisschen blöd. Ich meine, das macht er, glaube ich, schon zum zweiten oder dritten Mal, der Jack, oder? Ja, er hat halt echt ein schlechtes Gewissen. Aber ja, er springt ja vom Boot, Kate ist natürlich total verwirrt und versteht nicht warum und möchte zurück. Aber Sawyer meinte schon, er hat sich entschieden, er kommt nicht mit. Ja. Das war gerade. Das war das Signal für Jan, um weiterzumachen. Oh Gott. Ja, die kommen halt an. Whitmores Lakaien treffen sich am Strand, sagen, Hände hoch, Knarren weg. Und dann sagt Sawyer, ich habe einen Deal, ich habe einen Deal. Und dann sagen sie, ja, ist okay, aber trotzdem Waffen weg. Ist das wieder ein Mexican Standoff? Das? Nein, mit verdammt wirklich, vielen Mexikanern. Oder? Nein, du brauchst ja mindestens drei unterschiedliche Parteien. Ach so, drei unterschiedliche Parteien. Und dann brauchst du ein Close-up der Augen. Das ist ja bei Lost kein Problem. Nach links, Augen und Hände. Nach links. Nach rechts, nach links, nach rechts. Eine Fliege brauchst du auch. Okay, kein Mexican Standoff. Kein Mexican Standoff. Gut, eigentlich überhaupt kein Standoff, weil dann funkt ja Whitmer an und der sagt, oh, nee, ich brauch die so nicht. Also nimmt sie richtig gefangen, ne? Und dann auf die Knie. Und da ist ja auch die Szene, wo sich dann vorher Tin und Sun wieder treffen. Und das war für mich so der Höhepunkt in der ganzen Folge, ehrlich gesagt. Weißt du, das finde ich gut. Ich habe vorher noch gedacht, die rennen jetzt so aufeinander zu, treffen sich am Zaun und auf einmal kommt ihm Blut aus der Nase und den Ohren. Ja, ich habe auch gedacht, ist der Zaun jetzt schon aus? Solltet ihr nicht erstmal fragen? Die ganze Zeit darauf gewartet, dass jemand sagt, Karl, stopp, aber es schon zu spät ist. Gott sei Dank nicht. Die beiden leben weiter. Und sie kann jetzt einfach wieder reden. Stimmt. Man sagt ja sonst, ne, sprachlos geküsst, er hat sie sprachvoll sprechend. Keine Ahnung. Der Peter sagt, look who is got the voice back. Ja. Er hat den Knoten in ihrer Zunge gelöst oder sowas. Long story short, die werden alle abtransportiert und in den Käfig gesperrt. Mal wieder. Die der anderen Seite Käfig. Der Meerenge. Kommt Jack an den Strand und da gibt es auch einen kleinen Standoff, weil John Locke ist natürlich schon da. Sagt, welcome back. Nice time for a swim, hey? Und die reden noch so ein bisschen. Man sieht dann währenddessen auf der Insel noch, wie sie sagt, habt ihr Locke Signal? Wo ich denke, hä? Wie geht denn das? Hat die dem etwas untergejubelt? Weiß nicht. Auf jeden Fall schlägt dann eine deren ferngesteuerten super krass Explosions Raketen am Strand ein. Und Jack fliegt eindrucksvoll in Richtung Kamera. Ja.
Cut. Müssen wir nochmal machen. Kannst du bitte die Augen nicht zumachen? Ja, das war's als Inselhandlung, oder? Naja, und man sieht dann noch, wie Locke Jack als einzigen wegträgt vom Strand. Bei anderen, seine anderen Henchmen da, die sind egal. Stimmt, ja. Und das ist ja auch wieder so, das war in der Karawanenparade im Dschungel schon auffällig. Aber hier nochmal mehr, die tragen ja alle dieselben Brauntöne, die sie eindeutig austauschbar machen. Es gab nur einen in der Dschungelparade, der so eine automatische Knarre hatte und aussah wie Captain Jack Sparrow, wo ich gedacht habe, der kommt noch ganz close raus. Hat auch keine Sprechrolle, aber trotzdem. Ja, das sind ja alles andere, deswegen haben sich ja diese Brauntöne an. Ja, aber es unterstreicht so deren Austauschbarkeit und dass sie eigentlich überhaupt nicht, weißt du, sie sind wie Stormtrooper. Man muss einem Stormtrooper auch erst 3 blutige Striche auf den Helm malen, bevor er sprechen kann. Und dann trifft er auch. Dann trifft er, wenn er den Helm abnimmt. Okay, dann kommen wir zu den Flashbacks. Ich habe ja schon gesagt, gibt hier mehrere mit unterschiedlichen Leuten. Der erste ist im Notarztwagen. Ach stimmt, schließt direkt an Lockland. Genau. Ja, das war sowieso so eine dumme Szene irgendwie. Das Gespräch zwischen Sanitäter und Ben, das war so unlogisches Gespräch. Weil Ben sitzt halt so drinnen in dem Auto und der Sanitäter untersucht halt Locke ganze Zeit und stellt irgendwie Dinge fest, bla bla. Und erst jetzt erzählt der Ben irgendwas über Locke und bla bla bla, wie er heißt. Und bevor nämlich jemand einsteigen kann in ein Auto, fragst du doch, wer du bist, weil du nimmst ja keine fremden Leute mit. Das heißt, Ben sitzt einfach mal da und der Sun hat eigentlich keine Ahnung, wer er ist. Das Gespräch war ziemlich unlogisch. Wäre aber vielleicht auch ziemlich langweilig gewesen, wenn wir erst noch gesehen hätten, wie er draußen fragt, ob er mitfahren darf. Und nein, ich meine, dann hätten sie das umschreiben müssen oder weglassen, weil das ist blöd gewesen. Das ist für dich vielleicht jetzt gerade ein Problem. Ja. Für mich ist das keins. Ja, wie jedes Mal, wenn irgendeine Szene mit Sanitäter. Ja. Also aber Ben gut, sagt ja im Prinzip, er weiß gar nichts über ihn, weil er ist ja nur sein Kollege. Und dann sagt Locke aber Helen Norwood, oder? Wenn das der Name ist. Also er sagt halt den Namen von seiner Helen. Ja, von der El Bundy-Frau halt. Ja. Und er verrät Ben endlich seinen Vornamen. Ah. Wie nett. Ja. Ja. Raphael. Und gleichzeitig am Krankenhaus werden auch Jin und Sun angeliefert. Da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig dran erinnern, wie die verletzt wurde. Die wurde ja angeschossen in der. Das kam ja am Anfang bei so einem kleinen. Ja. Previously on Lost. Ja, da passe ich immer nicht auf. Schwanger. Da bist du solltest dabei, du vielleicht mal. Ja, dich vielleicht sollte hinzusetzen, ich die Schüssel mit den Chips bereitzustellen. Ja, das mache ich immer während des Previously On, hole ich. Vielleicht hat das bei Lost tatsächlich einen Sinn, wenn du es dir nicht merken kannst, das Previously von Lost anzugucken. Ja, das ist aber echt praktisch. Aber jetzt fange ich damit auch nicht mehr an. Nee, jetzt ist vorbei. Jetzt haben wir noch irgendwie 3-4 Folgen und dann. Dabei ist das da ja relativ wichtig irgendwie. Also ich verstehe nicht, was sonst die Reaktion von Sun heißen soll, dass es irgendwie so eine Dimensionsverschmelzungssituation ist, wo sie ja zu John Locke rüberguckt. Die werden ja parallel in die Notaufnahme gefahren und sagt, no, not him. Oder irgendwie sowas. It's him. It's him. It's him. Ja, das gibt's ja jetzt ein paar Mal da bei den in der alternativen Zeitlinie, ja, dass sie jetzt anfangen, sich zu erinnern. Ja, oder sich halt kennen. Ne? Also der Shepard kennt ihn ja vom Flughafen, als er das Messer verloren hat und so weiter und so fort. Aber Sun, ich weiß nicht, ob da irgendwas zwischen denen vorgefallen war. Ich glaube ja nicht, aber sie sagt ja, no. It's ich meine ja eben, die fangen an, sich zu erinnern an die echte Realität. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber okay. Ich glaube, dass es nur bei ihr so krass ist. Bei den anderen ist es, die erinnern sich an den Flug. Genau, bei Jack ist das auch nicht so bisher, denke ich auch. Eher umgekehrt in der nächsten dann, Folge kommen wir dann. Okay, dann, wie gesagt, ich schmeiß die Folgen so ein bisschen durcheinander. Ach, okay. Anscheinend.
wir können ja jetzt ein bisschen springen, weil wir gerade auch bei Sun und Jin waren. Da sieht man ja am Ende, wie sie dann im Krankenhaus sind. Und Sun wacht auf. Und Jin sagt ja eben, dass das Baby okay ist und dass sie auch wieder okay sein wird. Genau, aber mehr sieht man da jetzt auch nicht, oder? Nö, glaub nicht. Um das mit dem Krankenhaus noch abzuschließen, gibt es ja noch eine Szene, wo Jack und sein Sohn. Ach nee, ich glaube, da müssen wir jetzt erst was anderes machen. Ja. Genau. Wir machen es in der Reihenfolge. Dann kommt jetzt erst Sawyer mit Kate auf dem Revier an. Sawyer hat ja Kate gestellt, nachdem Kate mit dem Auto in Sawyer und Miles Auto reingerast ist, als die sich darüber ausgesprochen hatten, was Sawyer in Sydney gemacht hat. Da hat ja Sawyer dann Kate erwischt. Mhm. Und hier flirten sie jetzt einfach nur. Genau. Oder er. Das ist jetzt der Anschluss daran und sie sind im Polizeibüro. Und Kate fragt ihn, warum er sie nicht schon in LAX, also im Flughafen, im Aufzug festgenommen hat. Weil da hätte er schon gemerkt, dass sie Handschellen dann hat. Und dann tut er aber so, als hätte er es da gar nicht gemerkt. Und sie sagt dann, ich glaube, du hast mich deswegen nicht festgenommen, weil du nicht wolltest, dass jemand nach Sydney, dass du nach Sydney gereist bist. Und das ist ja, hat sie ja auch genau den Punkt getroffen, das wollte er damals ja auch verheimlichen. Das haben wir aber schon, den Handlungsbogen haben wir ja schon gesehen. Ja. Und dann hat er ja Glück, dass er gerade dann direkt weg muss. Genau. Jetzt wobei er natürlich auch so einfach immer hätte sagen können. Ich muss weg. Okay, wir beenden diese Unterhaltung. Ja. aber das jetzt kommt alles so ein bisschen zusammen, weil er wird jetzt gerufen, weil es da irgendwie diese Schießerei in diesem Restaurant gab. Ja, mit dem armen Kimi. Genau, mit dem armen. Von der Sun und Jin eben ins Krankenhaus dann geliefert wurden. Und sie haben dann auf der Überwachungskamera, haben sie gesehen, wer da rausgekommen ist. Und das ist eben Said. Und wie auch immer sie das geschafft haben, ihn da jetzt bis nach Hause zu Nadja zu verfolgen. Sie haben es geschafft. Aber vorher kommt, glaube ich, jetzt Claire und Desmond noch. Die treffen sich ja schon wieder, weil die kennen sich ja schon. Desmond hat das schon zu Claire gesagt, das ist wieder ein Junge. Richtig, am Flughafen, ja. Ja. Und jetzt treffen sie sich in einem Foyer von dem, also so ein Bürohaus einfach, oder? Wo mehrere Firmen drin sind. Ja, genau. Ja. Und sie wollen, oder Claire will zu diesem Adoptionsgesellschaftsdingens da eben. Und Desmond ist hier, weil, also Desmond ist wahrscheinlich explizit hier, weil er sie verfolgt sozusagen, weil sie auch auf der Passagierliste steht. Ja, und drängt ihr dann so ein bisschen Hilfe auf. Ein Adoptionsvertrag. Indem er sagt, so Adoption, furchtbar kompliziert. Ich habe zufälligerweise auch im 15. Stock eine Freundin, die ist Anwältin. Und du musst auch nichts bezahlen. Ja, und das findet sie schon ein bisschen seltsam, aber macht mit. Es ist auch sehr seltsam, wenn eine Anwaltskanzlei direkt gegenüber von einer Abtreibungsklinik ist. War das eine Abtreibungsklinik? Ich dachte, nein, das ist doch keine Abtreibungsklinik im 9. Nee. Monat. Hallo? Adoption. Ist alles das Gleiche bei Jan. Hauptsache Kind weg. Ja. Genau. Ja. Und die Anwältin ist Ilana. Surprise. Ja, die ganz schön doof guckt, weil sie anscheinend von, wie wir dann erfahren, von Jack beauftragt wurde, um Claire, Nachname habe ich vergessen, aus Australien aufzuspüren, weil die im Testament von Jacks Vater bedacht wurde. Littleton. Genau. Ja, und sagte ihm, gut, dass du da bist, setz dich mal kurz darüber. Genau, und der Zufall ist wahrscheinlich, da hat wahrscheinlich Desmond dem Zufall auf die Sprünge geholfen. Nachgeholfen. Und dann ist auch schon Auftritt von Jack und seinem Sohn. Ich weiß nicht, warum der Junge auch so ungezwungen im Anzug unterwegs sein muss. Literally kommt jetzt erst noch Said und Nadja. Literally. Also Said und Nadja, die Szene kommt. Ach so. Ja, gut. Die Sawyer und hier Miles schnappen sich Said, der gerade bei Nadja untergeschlüpft ist. Das mit dem Gartenschlauch fand ich ziemlich witzig. Genau, also Miles ist vorne und Said sagt Nadja, er soll ihn aufhalten.
stall him oder so, damit er hinten abhauen kann. Aber wie die Cops das natürlich machen, ist Sawyer hinten rum gegangen und schnappt Said. Und dann bist du jetzt dran mit Jack und seinem Sohn. Ja, die dann eben dazustoßen und Claire eröffnen, dass sie, oder wer weiß es, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird geklärt, dass das dass sie Geschwister sind. Ja. Halbgeschwister. Sie sagt ihm halt, dass er der Vater ist von ihr. Genau. Zufälligerweise wird er angerufen. Jack, meinst ja, du? Ja, und dann muss... Ja. Ja. Damit es nicht peinlich wird. Da gibt es doch noch diese Schatulle, oder? Aber was war das? Was hat es damit noch auf sich? Ach, mit dieser Spieluhr oder was da drin war. Ich weiß nicht mehr, was da drin war, aber Jack konnte damit nichts anfangen. Ja. Ich auch nicht. Ich glaube, im Testament stand drin, dass sie es kriegen soll oder so. Ich weiß ja nicht. Aber sie wissen ja beide nicht so richtig, warum, was da das Besondere dran sein soll. Und mir hat es auch nichts gesagt. Ich wusste es jetzt auch nicht. Das erfahren wir wahrscheinlich in der letzten Folge, in der letzten Minute der Staffel. Ja, da wird das größte Geheimnis der ganzen Serie aufgeklärt. Und das ist einfach so, was hinterlasse ich ein Mädchen? Haben Sie eine Spieluhr? Also mein ganzes Geld kriegt mein Sohn. Also Spieluhr habe ich da überhaupt keinen, also dass das jetzt eine Spieluhr gewesen sein. Ich ja, dachte, aber das war doch irgendwas, was Geräusche gemacht hat, oder? Das hat doch geklungen, tung, tung, ja. Tung, wenn du es okay. aufgemacht dann hast. Dann war es wohl eine Spieluhr, habe ich nicht mitbekommen. Okay. Ja, so ein Schmuckkästchen, ne? Da, über sowas freut sich Mädchen doch. Natürlich. Sie ist doch kein Mädchen mehr. Für ihn ist sie immer in seinen Augen wird sie immer eine kleine schwangere Claire bleiben. Naja, um dieser Situation zu entkommen, lässt sich Jack, nachdem er so kurz auf eine Notfalltaste gedrückt hat, lässt sich vom Krankenhaus anrufen. Nein, also das Krankenhaus ruft wegen einem Notfall an. Ja, und der Notfall heißt John Locke. Genau. Das weiß er jetzt noch nicht oder wissen wir jetzt noch nicht, aber... Weil es gibt nur einen Arzt in dieser Stadt, der gut genug ist, um dafür zu sorgen, dass Locke nicht stirbt. Nee, es geht ja um Wirbelsäule und so und deswegen, ja. er ist ja der Wirbelsäulenspezialist. Aber was hätte denn passieren können? Der konnte doch vorher schon nicht laufen. Ja, aber das erzählen sie, glaube ich, irgendwann noch, warum sie ihn dann gerufen haben. Und dann sagt nämlich Jack, das ist jetzt nächste Folge, da sagt Jack irgendwie, es war genau richtig, dass sie mich gerufen haben oder bla bla bla. Jedenfalls rufen sie ihn. Ja, und im Spital und im Krankenhaus, also Spital. Wenn ich Spital sage, versteht ihr das? Nein, oder? Doch. Natürlich. Ich habe ja Englisch gelernt. Ja. Was? Ist das auch auf Englisch Spital? Na, Hospital. Hospital. Ah, oh. Genau, das Hu. Ah. Ja, also im Krankenhaus erfahren wir jetzt eigentlich auch. Hospital. Und das wäre das Pferdespital. das sollte man vielleicht noch erwähnen, dass die Beziehung zwischen Vater und Sohn da jetzt eigentlich echt toll ist. Gekittet ist, ja. Möchte mehr Zeit mit ihm verbringen und er stellt sogar fest, dass Jack eigentlich genauso ist wie sein Vater. Weil er hat auch immer Dinge verheimlicht, wollte nicht immer alles erzählen. Das ist eigentlich genauso, weil er kommt nämlich drauf, weil er ihn fragt, ob er nicht gewusst hat, dass er eine Schwester hat oder sonst irgendwas. Und nein, das hat er nicht gewusst, weil er war nie sehr gesprächig. Jack ist auch nicht sehr gesprächig gewesen als Vater. Ja. Aber ja, dann erfahren wir halt, dass Stock ist der Patient. Und Jack sagt dann noch, dass er ihn vom Flughafen kennt. Ja. Und dann ist Und fertig. Übrigens habe ich dann, echt? Dann ist schon fertig. Kam die. Oh, okay. Mehr Notizen. Fertig. Also dann kommt das eigentlich noch mit Sun und Jin und dass das Baby okay ist. Und dann ist es fertig. Ja, gut. Gut, gut. Gut, kommen wir zur Bewertung. Okay, wie fandest du das? Oh, ich muss anfangen. Na toll. Ja, ich fand die Folge eigentlich okay. Ich muss aber zugeben, ich kann mich nicht entscheiden zwischen 16 und 23. Aber ich werde der Folge wohl eine 16 geben. Weil nächste Folge fand ich nämlich ein bisschen besser, die wir dann nächste Woche dann veröffentlichen. ja, war eigentlich ziemlich cool. Die Sideways, die waren ziemlich eigentlich echt abwechslungsreich und das fand ich eigentlich gut so. Weil da hast du jetzt bei allen Charakteren immer irgendwas bisschen was gesehen und das war gut so.
jetzt wieder eine ganze Folge lang nur zum Beispiel Jack und seinem Sohn, ich glaube, das hätte mir nicht gefallen. Oder mit Sawyer und Kate. Das haben sie nicht gut gemacht. Inselhandlung, ja, man merkt langsam eigentlich, dass Locke es vorantreiben will. Er möchte jetzt endlich weg. Und er steuert echt schon aufs Finale zu. Und ja, aber auf der Insel ist sonst auch nicht so viel passiert. Ich denke mal, das kommt jetzt alles in den nächsten Folgen. Aber es war trotzdem nur eine 16. Ich meine, es war okay. Es war ab und zu ein bisschen fad. Spannend war es jetzt aber auch nicht. Ich meine, in Ordnung war es. Eine 16 ist in Ordnung. Was? Es war ein bisschen fad, aber spannend auch nicht. Naja, nein, an manchen Stellen war es ein bisschen fad, an manchen Stellen. Ich habe nur gerade den Vergleich gesucht. So, ja. Es war ein bisschen dunkel, aber meistens auch nicht so hell. Genau. Deswegen musste ich lachen. Dann schließe ich mich gerade an, weil ich muss diesmal sagen, kann ich Mario nur zustimmen. Ich habe genau dieselben Punkte notiert. Ich fand die Flashes hier eigentlich ziemlich gut. Fand ich interessanter als die Inselhandlung, obwohl ich auch sagen muss, die Folge hatte in sich eine ziemlich hohe Pace, kann man das so sagen. Also das ging holter die Polter und irgendwie ständig neue Szenen und ständig vorwärts. Gerade bei den Flashbacks fand ich das durch diese Abwechslung halt. Hat mir ziemlich gut gefallen. Hat man wenig Leerlauf gehabt. Dann. Genau. Also es ging dann halt immer, weiter und vorwärts. Und deswegen gebe ich, glaube ich, auch eine 16. 23 ist es aus meiner Sicht nicht, aber 16, ja, hat mir gut gefallen. Jan? Eine 15, denke ich. Ich fand die Folge jetzt verglichen mit den vorherigen nicht so sonderlich gut. Und irgendwie... Obwohl, nee. Ich hab jetzt gerade gedacht, ja, das wirkt jetzt alles ein bisschen forciert, aber es ist rein logisch forciert. Ne? Du kannst ja nicht die ganze Zeit so eine Stand-of-Putt-Situation haben, wer beide Parteien ihre Sachen langsam vorbereiten und das wird jetzt eben zum Ende gebracht. Würde uns jetzt ja auch nerven. Ja, genau. Dann wäre ich Staffel ja eine Hinziehstaffel und ich weiß nicht, allein dieses Gefühl, dass die letzte Staffel ist, löst bei mir aus, oh, jede Folge muss jetzt Sachen aufklären und was Besonderes sein. Und das war bei der Folge so lala für mich. Und deswegen eine 15. Ich fand die allgemein ziemlich more mediocre. Okay, Phil? Ich muss auch das 16 geben. Meine Notizen sagen eigentlich dasselbe wie bei Mario und Tim auch. Also das war schon, ja war okay, aber nicht vom Hocker reißend. Gut, letzte Worte. Da muss jetzt der Mario wieder anfangen. Mörserangriff. Und ich sage dann als Hommage, weil es ja auch um Star Wars ging und dass Said ja wie Anakin wieder aus der dunklen Seite gerettet werden kann, sage ich something, something, something dark, Said. Oh, sehr schön. Gut, dark Said. So gut wie geklärt. Das war meins. Nein, geklärt. Ja. Haben wir es geklärt. Jan? Sawyer. Was? Ist ein Wortspiel noch raus, oder? Ich hab's. Henry segelt fort. Oh, auch gut. Ah, Henry Ford. James Segel Ford. Okay, in der nächsten Folge geht's hier direkt weiter mit noch besseren Wortspielen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es da heißt, der Kandidat.